Herzlich willkommen zum YouTube-Channel der Ketzes GmbH Chemnitz. Mein Name ist Caroline Leipold und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei folgendem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie denn eine Brückenvorplanung mit InfraWorks 360 aussehen kann. Wir haben hier eine Straße, die geht über einen Fluss. Das Blaue im Gelände ist die Wasseroberfläche und ich ändere einmal meine Gradiente, damit die nicht direkt auf der Wasseroberfläche entlang geht. Das mache ich auf beiden Seiten. So, jetzt haben wir hier noch keine Brücke, sondern immer noch die Straße. Um die Brücke zu erzeugen, nutze ich jetzt das Bridge-Modul. Das ist dieses lila-blaue Icon. Ich habe hier schon Analysemethoden und ich möchte aber erst die Brücke zeichnen. Als erstes fange ich an mit einer Spannbeton-Fertigteilbrücke. Da muss ich einmal die Anfangsstation wählen und die Endstation auswählen. Und dann wird anschließend automatisch die Brücke hineingerechnet. Ich habe hier noch die Auswahl eines Darstellungsstils meiner Brücke. Hier sind schon viele vorgefertigte dabei. Man kann die auch einfach schnell selbst welche erstellen. Wenn ich das ausgewählt habe, wird dann anschließend die Brücke hineingerechnet. Jetzt kann ich hier schon diverse Einstellungen treffen an meiner Brücke. Also ich wähle als erstes beispielsweise hier diesen Träger aus. So, dann wird er mir rechts angezeigt. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Trägertypen auszuwählen. Ich kann auch die Anzahl bestimmen. Ich kann bei den einzelnen Pfeilern bestimmen, wie viele habe ich denn insgesamt, wie breit sollen die sein, wie hoch sollen die sein, wie viel Versatz habe ich rechts und links. Und das Ganze kann ich auch für mein Fundament machen und für die einzelnen Stahlpfähle, wie breit sollen die denn sein, also welchen Durchmesser haben die und wie viele in der Reihe sein sollen und wie viele Reihen. Also da haben Sie sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe für die Brücke auch die Möglichkeit, eine Trägerlinienanalyse zu machen. Und dann mache ich nochmal eine Stahlträgerbrücke als nächstes. Ganz, ganz fix, selbe Prinzip. Und für diese Stahlträgerbrücke möchte ich jetzt einmal mir die Mengen ausgeben lassen. So, der berechnet dann also auch, wie viel Beton brauche ich, wie viel Tragwerk brauche ich. Das ist schon integriert in meinem InfraWorks, sodass man schnell eine Vorplanung machen kann. Und als nächsten Schritt kann ich natürlich diese Daten auch dann in Civil 3D importieren und hätte dann dort schon meinen Volumenkörper. Und meine Achse und meine Geländehöhe. So, das war's heute für die Brückenplanung. Ich hoffe, Sie haben einen kurzen Einblick dazu bekommen.